Also wir haben über den Herrn Richtrath und Herrn Nachts hatte ich erfahren, dass der SSV sehr stark durch die Jugend-Kinderarbeit kümmert und im Prinzip hier gerade in Altenrath, wo es, sagen wir mal, sozialmäßig etwas schwierig ist, hier den Verein aufgebaut hat, vor allem im Hinblick auf Jugendliche und Kinder. Das finden wir eine ganz tolle Maßnahme. Mir geht es jetzt nicht nur um Fußball, mir geht es darum, dass hier Kinder irgendwo betreut werden, Kinder ein Mannschaftsdenken bekommen, Kinder Spaß haben und sich hier ab 17 Uhr wohlfühlen. Das kann man auch hier merken. Und unser Bestreben in der Firma ist, Kinder, Jugendliche, Behinderte, Kindergarten zu unterstützen. Das finde ich ein ganz tolles Projekt hier. Dass wir sagen, also, was dieser kleine Verein da leistet mit so vielen kleinen Kindern, finden wir ganz toll. Deswegen haben wir uns auch entschlossen, eine Spende zu geben für die Jugendarbeit, nicht für den Verein, nicht für den Sportplatz, sondern für die Jugendarbeit, zu sagen, wir unterstützen das hier, was hier passiert. So, Sie haben das irgendwie initiiert, Herr Oberbürgermeister? Ja, ein bisschen habe ich initiiert, weil wir kennen uns ja in der Stadt, wie ich euch auch kenne heute, und natürlich Herrn Peschek kenne ich schon länger. Und ich finde das hervorragend, dass Unternehmer, die ja eine große Verantwortung auch haben, ja, sagen, ich mische mich mehr ein. Ne? In der Stadt, besonders dann auch in die Kinder- und Jugendarbeit. Und wenn ich so einen tollen Verein wie den SSV Altenrath habe, ja, der so eine fantastische Jugendarbeit macht, dann habe ich versucht, beide zusammenzubringen. Herr Peschke bzw. der Verein hat ihn dann überzeugt davon. Und er macht ja sehr viele Projekte auch in der Stadt, dass das Geld, was er heute hier übergibt, spendet, auch gut aufgehoben ist. Und deshalb gibt nichts Wichtigeres als Kinder- und Jugendarbeit, weil ihr seid die fußballerische Zukunft, aber eben auch die Zukunft des Lebens. Genau, das ist wichtig. So, was machen Sie mit den 10.000 Euro, ich habe schon mal geluxt an dem Scheck. Da ist der offizielle Scheck. Ja, wie gesagt, von der Richtrathsitzung aus und von der Petit, unsere Jugendarbeit, wie gesagt, das ist das A und O, auch natürlich hier bei uns im Verein. Wir haben natürlich auch gemerkt, nachdem der Kunstrasenplatz hier erstellt wurde, dass unser Zulauf wirklich sehr, sehr stark zugenommen hat. Ne? Besonders hier auch von Altenrath selber oder auch hier aus der Umgebung. Weil wir ja auch wissen, für uns ist jedes Kind gleich. Ja? Migration oder Flüchtling und so weiter, die werden alle gleich halten. Wir sind froh, dass der Verein so weit schon gewachsen ist. Und wenn man sagt, von 4 auf 12 Jugendmannschaften innerhalb von 2,5, 3 Jahren, ist das schon eine enorme Leistung. Und daran sieht man auch, dass unsere Jugendarbeit auch anerkannt wird. Ja? Und auch gesagt wird, da wird wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Also gehen wir nach Altenrath und machen dort den Sport. Für uns ist natürlich wichtig, gerade so ein sozialer Punkt, wie der Fußballplatz hier, dass wir die Kinder dann dementsprechend hier haben auf dem Fußballplatz, wie draußen auf den Straßen. Es gab mal so eine Idee, dass wir mal hochgehen zum Birkenberg, aber ja, dafür ist selbst das Geld nicht da für den Bus. Und darum ist es schon ganz gut, dass dieser Sportplatz hier nach dem Aschenplatz umgebaut wurde auf dem Kunstrasenplatz. Und das ist ein Highlight für die Stadt Altenrath. Was machen Sie jetzt mit den 10.000? Genau, 15.000 Liter Cola kaufen, Trikots oder Bälle? Oder? Natürlich nicht, aber gebe ich mal das Wort an den Jugendleiter, Herr Albe. Ja, es ist natürlich noch nicht alles fertig hier auf dem Platz, so wie wir das wollen. Wir haben eine super Voraussetzung jetzt für den Kunstrasenplatz hier. Was natürlich fehlt, sind noch so ein paar infrastrukturelle Sachen wie Umkleidekabinen und die sanitären Anlagen. Da ist noch einiges zu machen und da werden wir das natürlich, damit die Kinder, wir wollen eine kleine Jugendkabine, Umkleide bauen. Dafür werden wir das unter anderem nutzen, damit die Jungs dann auch vernünftig nach dem Training sich umziehen können, duschen können und sich fertig machen können. Und die Mädels natürlich. Gut, dann machen wir jetzt das zweite Foto, was die Pressesprecherin haben wollte. Ich auch. Dieses Dank erstmal. Danke. Nochmal recht schönen Dank für die großzügige Spende an die Jugendabteilung. Wie gesagt, werden wir die natürlich dementsprechend auch in den Jugendbereich einsetzen. Wunderbar. Dafür für Ihr Büro und der Hintergrund bestimmt. Wunderbar. Ja. Recht herzlichen Dank. Wir haben zu danken. Danke ja? Auch. Dankeschön. Herr Oberbürgermeister, auch den Schal haben wir ja schon. Den habe ich schon, aber genau. Sowas Schönes im Büro gibt es noch nicht. Also, genau, absolut. Den werde ich, das werde ich ehren und natürlich dort aufstellen. Ja. Ich bin ja von Hause aus Handballer, aber wie gesagt, Fußball ist eine ganz tolle Sportart. Und ich kann als Handballer immer auch gut natürlich in der Halle auch Fußball spielen. Und wie gesagt, ihr habt eine unheimlich gute Arbeit hier gemacht. Ja, ist ja eben nochmal geschrieben worden durch den Kunstrasenplatz selber. Ich habe so einen Zulauf mit so ganz unterschiedlichen jungen Männern und Damen auch. Ja, das ist ja sozialer Zusammenhalt. So sieht auch die Gesellschaft aus. Und deshalb möchte ich nochmal meinen herzlichen Dank
dass sie da wieder Verantwortung übernommen haben. Das ist ja nicht selbstverständlich. Deshalb dem Dieter Merz natürlich auch ein großer Dank, dass er sich da mit eingesetzt hat beim Herr Pecht und mit dem Herr Richtrat. Genau. Ich habe mir eine gute Überzeugungsarbeit geleistet. Erst einmal wegen der guten Überzeugung, die der macht es natürlich auch. So. Okay. Ja, als Ehrenvorsitzender auch mal ein paar Worte sagen. Ich war 26 Jahre lang Vorsitzender dieses Vereins. Und wir hatten also immer eine soziale Verantwortung gehabt, gerade für Kinder, Jugendliche. Beste Beispiel jetzt in den Sommerferien. Da gab es hier ein Fußballcamp mit 60 Kindern, die aus Altenrath betreut wurden. Und wenn man dann überlegt, dass die Betreuer sich eine Woche Urlaub dafür genommen haben und das kostenlos gemacht haben, das ist schon eine tolle Leistung. Und die Kinder hier Frühstück und Mittagessen bekommen haben, und das und auch ein Trikot und das für 80 Euro für eine ganze Woche ist also unschlagbar, aber funktioniert nur dann, wie gesagt, wenn der ganze Verein zusammenhält, vorstandsmäßig und so. Wir waren also immer in Leverkusen der Sportverein mit den niedrigsten Mitgliedsbeiträgen, wie gesagt, weil wir auch immer die soziale Verantwortung gesehen haben, dass wir also wirklich jemand erlauben kann, und wenn also Familien da waren oder auch mal sind, die mehrere Kinder dann hier angemeldet haben und dann auch, also auch schon mal sagt, so ein Kind hat Anmeldung reicht zum Bezahlen, das zweite Kind darf dann kostenlos hier mitmachen. Also wie gesagt, diese soziale Verantwortung ist also schon von Anfang an hier in dem Verein gewesen, seit der Gründung. Du bist eben auch der richtige Ehrenvorsitzender kann man nur sagen, mit dem richtigen Herz. Ja, nicht mehr am Herz. Ohne dich wäre der Verein nicht so weit. Das muss man einfach so sehen.